Schön, dass ihr wieder dabei seid bei dem neuesten Aufnahmesession von Resident Evil. Und ja, wir werden uns jetzt, muss ich nochmal kurz ein bisschen reinschauen, bin gerade ein bisschen hinten her. Genau, also in den Raum, wenn wir mal uns hier jetzt mal angucken. Linke Hälfte, großer roter Bereich war ja nur noch das kaputte Gewehr, ein bisschen Kerosin, oder ich glaube das Kerosin war sogar leer. Rechts, dieser kleine rote Raum, haben wir noch nicht an das andere Auge. Die anderen Schlüssel haben wir da auch noch nicht. Können wir so also auch nichts machen. Hier kommen wir alles noch nicht hin. Okay, ja, dann würde ich sagen, oben rechts, wo Schreibmaschine Inventar steht, da sind ja diese schwarzen Pfeile und da werden wir uns jetzt mal hinbegeben. Habe ich alles dabei? Warte. Ja, alles das, was wir brauchen. Perfekt. Tja, nachdem wir jetzt Richard erstmal verloren haben, bin ich ja mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Hoffentlich ist Barry okay. Und wir müssen auf jeden Fall noch Wesker und Chris finden. Und das viel Schlimmere ist, dass wir jetzt Crimson Zombies haben. Genau die, die wir nicht haben wollten, haben wir jetzt. Schön. Na gut. Aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir sind hart im Nehmen. Ich würde mal sagen, wir gehen mal hier lang. Ich glaube, wenn wir unten lang gehen, muss ich den Griff kaputt machen. Das will ich nicht. Siehst du, sowas merke ich mir. Dann mache ich wieder eine Aufnahmesession, habe einen Tag nicht gespielt und schon fallen mir wieder 10.000 Sachen ein. Und das ist auch so wirklich so. Das kann ich euch auch nur so empfehlen. Wenn ihr viel um die Ohren habt, spielt nicht alles durcheinander. Ihr kommt total durcheinander. Und ich merke das jedes Mal aufs Neue. Und jetzt hier schön langsam. Wer weiß, wie oft wir hier noch zurückkommen müssen. Hoffentlich ist hier kein Wuffi drin. Aber sieht gut aus. Genau, schön weiterkrähen. Na, ihr süßen Raben. Wie geht's denn Odin? Geht's ihm gut? Ja, ne? Ja, ne? Guck mal. Okay. So, jetzt hier ganz geschmeidig rausgehen. Ich gönn mir nochmal einen Schluck Glas. Ein Schluck Glas, ja, ein Schluck Wasser natürlich. Okay, sieht gut aus. Keine Zombies, kein gar nichts. Puh. Hoffen wir mal, dass das jetzt hier genauso ist. Ich bin mal gespannt, ob wir genauso viele Folgen haben werden mit Jill, wie wir mit Chris hatten. Hier ist nichts los, alles klar. Oh. Ich habe den Hund doch gehört. Nee, mit mir nicht. Da spare ich lieber Munition. Ah, oh, hier, Paradies. Immer schön her mit den Kisten. First Aid Spray würde ich jetzt noch nicht mitnehmen wollen. Oder obwohl, warte mal, wir spielen hier auf schwer. Da wir eh schon eins genommen haben, können wir es jetzt eigentlich auch zur festen Bestandteil unseres Daseins nehmen. Oh, guck mal hier, eine Batterie für unseren Elektroschocker. Erstmal kurz nachladen. Sehr gut. Tja, wie war denn das jetzt? Keine Karte. Warte mal, hier war doch irgendwo eine, oder? Nö. Wo war denn eine Karte? Es gab doch irgendwo eine Karte. Ist hier eine Karte? Hier ist keine Karte. Keine Karte. Ich glaube, hier war ja eh nur Sackgasse. Dann würde ich mal sagen... Ja doch, dann gehen wir erstmal hier lang. Oder? Doch, doch. Wir gehen hier lang. Gerade mal so überlegt, wo wir überhaupt hier hin müssen. Achso, siehst du, das können wir uns gleich nochmal merken. Scheint eine Art Wegweiser zu sein. Führt ja nicht ins Zeilen. Zerstörung ist Norden, Hass ist Süden. Irrsinn ist Osten, Rache ist Westen. Müssen wir mal gucken. Barry? Monster! James!
Oh Mann, Barry. Hoffentlich hält das durch. Ja. Und wir sind natürlich genau auf dem Weg zu diesem Haus. Ich würde auch, wenn es nach mir gehe, würde ich ja gerne hingehen. So, wie war das jetzt? Die müssen wieder weggucken, ne? Eine Statue oder Inschrift. Rache war das. Wenn der Handel hergestellt ist. Was? Die Begehren des Hundes. Ich glaube, das war ja, dass sie sich nicht angucken, ne? Also das war Rache und das hier ist Zerstörung. Rache und Zerstörung, okay. Rache und Zerstörung. Jetzt weiß ich natürlich nicht, welche Farbe was war. Ich nehme einfach mal, dass das hier rechts ist. Gucken. Norden und Westen. Schauen wir mal. Wo ist denn hier Norden? Ach, da. Ja, ich würde mal sagen, wir drücken nochmal, dann ist das nämlich hier Westen. Gucken. Ja, okay. Ich glaube nämlich, die konnten sich nämlich nicht anschauen, wenn ich mich recht entsinne. So, wollen wir hier Norden? Da ist Norden, okay. Ein bisschen langsamer, danke. So. Haha, okay, sehr gut. Der alte Mann kann es noch. Ach ja. Grinsewilli war ja hier. Das Schöne ist, wir können hier nichts machen. Doch, die Tür ist offen. Okay. Kommen wir später nochmal zurück. Mir ist mir eingefallen, ich habe das Windwappen vergessen. Okay. Das war eine schleifende Kette, das war nicht gut. Ach ja, ach ja. Gehen wir mal hier statt den anderen Weg, wie immer. Okay. So weit, so gut. Liegt hier eigentlich irgendwas? Nee. Okay, alles im grünen Bereich sozusagen. Hier liegen auch übrigens voll die Dosen rum. Das ist mir beim letzten Mal gar nicht aufgefallen. Okay, schön langsam und vorsichtig vorgehen. Wer weiß, was wieder hier auf uns wartet. Erstmal kurz checken. Was habe ich noch? Einen Platz habe ich noch frei. Okay. Dieses Kaminholz sieht frisch aus. Ja, das liegt vielleicht daran, dass das Feuer an ist. Ich liebe diese Dialoge. Hey, sehr gut. Eine Karte vom Innenhof. Ja, möchte ich. Gut, gut. Genau, hier haben wir erstmal nichts. Ist auch erstmal was. Viele Leute haben alles. Wir haben erstmal nichts in diesem Raum hier. So, aber was wir auf jeden Fall haben, ist zu viel Munition. Ich würde mal sagen, wir nehmen den Granatwerfer erstmal nicht mit. Den möchte ich mir nämlich eigentlich noch ganz gut aufheben. Aber dafür haben wir hier das Windwappen. Das möchte ich doch schon mitnehmen. So, dann schauen wir nochmal, was es hier noch so Schönes gibt. Ah, guck mal an. Eine Winde. Man könnte jetzt auch fies sagen, da wir eine Frau spielen, wir haben auch eine Binde gefunden. Aber das könnte auch eine Augenbinde sein, ne? Also hier, ja, ne? Keine falschen Vorschlüsse machen. Keine Merkmale. Wieso keine Merkmale? Ist quadratisch. Oh, doch, danke. Ah! Verdammt. Ich hatte so gehofft, dass wir das ein bisschen schneller machen, weil die Tür ist ja gerade zugefallen.
Mann, steh auf, komm. Oh oh. Das ist wieder Mrs. Schönheitspflege. Dass wir hier nicht durch können. Na, kommt sie hinter uns her? Ich höre doch da was. Wah! Okay, sie ist schneller als gedacht. Können wir hier raus? Ne. Aber hier hoch, komm. So, haben wir sie ausgetrickst? Nein, sie hat uns trotzdem gehauen. Verdammt. Dachte, ich könnte sie austricksen. Aber kein Ding. Los, komm, schnell. Nix wie weg hier. Wir brauchen Heidi vom Ziegenpeter nicht mehr. So, habe ich jetzt eigentlich... Ja, habe ich mitgenommen. Ich stelle mir gerade vor, jetzt habe ich den ganzen Action gemacht, ohne das mitzunehmen. Okay. Oh, warte mal, hier stand doch sonst mal... Genau, da ist er. Tackchen. Ja, kuscheln ist heute nicht. Tut mir leid. Aber da oben im Haus kannst du dich super mit einer Alten kuscheln, wenn du möchtest. So, jetzt ganz vorsichtig. Die Raben sind ja noch nie weg. Und wichtig ist, nicht durch das Wasser gehen. Obwohl wir, wenn du da schnell durch das Wasser gehst, hast du verloren. Das Plätschern ist nicht gut für uns. Okay. Schön erstmal damit rein. Genau, jetzt kriegen wir die Rätsel. Ich kann leider nicht wieder alle mitnehmen. Ich muss das jetzt erstmal einzeln machen, weil ich hier nur einen Platz frei habe. So, schauen wir doch mal. Kann jetzt wieder sich nur um Stunden handeln. Ja, ja, ist ja gut. Das ist ein Mondwappen mit zwei Strichen hinten. Haben wir verstanden. Aber ich würde ja auch mal gerne wissen, wenn die hier bei diesem Herrenhaus von Umbrella, wenn die hier so viele... Warum das hier so ein Friedhof ist, so ein kleiner. Ich könnte ja verstehen, was das hier ist. Wisst ihr, dass das hier was ist? So zwei Leute, zwei ehrenwerte Leute von Umbrella... Aber wer sind all die anderen Leute? Sind das alles Verwandte? Gehören die dazu? Sind das Bedienstete? Sind das Opfer, die dem Forschungswahn und Experimenten und Folterern von Umbrella zum Opfer gefallen sind? Das würde ich gerne mal wissen. Das interessiert mich ja immer. Die kleinen Nebensächlichkeiten beim Spiel, die machen es ja auch so interessant. Vor allen Dingen, wenn man mal bedenkt, dass das hier ja nur ein ganz normaler Hintergrund ist, wie viel Arbeit da drin steckt, den zu designen. Sehr schön. Eine Waffe wurde ordentlich hinterlegt. Na, damit würden wir mal sagen, haben wir jetzt die gleiche Knarre wie Barry. Silver Serpent. Python. So, jetzt müssen wir leider noch mal ein bisschen langsam hier lang gehen. Tut mir leid. Tut mir leid, aber ich kann mich nie daran gewöhnen, dass der Busen sich bewegt bei Jill. Wie ich ja finde, eine komplett unnütze Animation, die braucht das Spiel nicht. Hätten sie lieber ein bisschen die Haare im Wind oder bei dem kalten Wind hier, der hier weht, die Haare wehen lassen, die Klamotten sich im Wind bewegen können oder so. Wenn man hier lädt, dass hier so das Wasser so ein bisschen spritzt, wenn man da reintritt. So pitsch, pitsch, pitsch. Aber naja. Gehen wir erstmal zur Residenz. Wir wissen ja alle, was uns da erwartet. Aber erstmal durch den blöden Innenhof müssen wir. Ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Okay, hier ist mal nichts. This is Brad. If you can hear me, just give me a sign. Anything. Jill to Brad, can you hear me? Shit, it's broken. Oh, Wuffis.
So, einen Warnschuss, damit sie wissen, dass wir da sind. Sollen sie mal kommen. Ich liebe das wie immer. Na? Na, komm her. Komm, hol das Stöckchen. Okay, das war's, hoffe ich. Beide erwischt. Sehr gut. So, was haben wir hier? Genau, der alte Rollstuhl. Ah nee, das war gar kein Rollstuhl. Was war das? Das kann sie mir nicht sagen. Ja, das müssen wir erst wieder mit einer Batterie machen. Ich bin mal gespannt. Warte mal, da war doch gerade was. Was ist denn das hier? Ah, okay, das scheint nur irgendetwas zu sein. Haben wir irgendwas? Oh ja, sogar eine Menge, was wir hier mit... Oder? Warte mal. Ah nee, doch noch gar nichts. Ich habe gerade da oben im Haus geguckt. Ah, siehst du, wir haben irgendwas im Haus liegen lassen. Irgendwo haben wir was... Ach, oben auf dieses eine Regal. Ja, da lag ja noch was. Oder vielleicht haben wir... Ah, das war auf normal. Ob das auf schwer da auch liegt? Ich glaube, Pumpgun-Munition lag da. Aber es kann auch möglich sein, dass wir einfach nur einen Ink-Robin liegen lassen haben. Ich würde ungern da jetzt zurück hingehen. Ne, ihr wisst schon. Frau, die anderer Frau ihr Gesicht trägt. Mit Kette, in Handschellen, extrem langen Fußnägeln. Also ich weiß ja nicht, worauf ihr steht, aber ich bin auf jeden Fall nicht gerne bei der Alten. Hey, sieht aber schon mal ganz gut aus. Ja, entfernt. Ja, klar. Dass das 2 Millimeter von dir entfernt ist, der Wasserfall, ist eine andere Geschichte. Hier zum Beispiel haben sie das Geplatsche eingebaut. Da hinten nicht. Naja, das haben wir mal so. Man will ja nicht nur meckern hier, ne? So, jetzt gehen wir erstmal lang, bevor uns wieder irgendwelche Schlangen beißen. Hm? Keine Schlangen? Wieso keine Schlangen? Naja, jetzt kommt noch der zweite Innenhof. Krähen. Und was ist hier? Auch nichts. Okay, dann können wir ganz in Ruhe lang gehen. Hier liegt gar nichts. Hier gab es so viele grüne Herbs und auch, ich glaube, Munition lag hier auch rum. Nichts. Aber auch gar nichts auf schwer. Naja, irgendwo muss der Schwierigkeitsgrad ja herkommen. Und lieber habe ich weniger Munition als veränderte Stats. Unfair veränderte Stats, besser gesagt. Weil, oh, hier, jetzt fallen sie von der Decke. Ah ja, stimmt, genau. Weil unfair veränderte Stats sind immer Mist. Tja. Schnell ab ins Grüne. Okay. Was ist denn das hier? Ja, die Wurzeln kann man nicht anheben. Hey, blaues Herb. Nehmen wir doch mal gleich mit, Baby. Pflanzenspray ist leider leer. Ich glaube, hier kann man... Ja, okay. Ha, ich liebe diese Entspannungsmelodie, wenn du weißt, du bist in einem Safe-Raum. Und wieder Stun-Muni. Es bringt eigentlich gar nichts, diese Stun-Muni. Auch Dolche sind ja eigentlich jetzt komplett irrelevant geworden, weil es gibt ja eigentlich keine Zombies mehr. Das sind ja alles Crimson-Zombies. So, dich lege ich mir erstmal schön weg. Du bist nämlich einer meiner wertvollsten Schätze. Dich nehmen wir mit. Dich brauchen wir auch nicht. Dich nehmen wir mit. Eigentlich reicht das so. Mehr brauchen wir nicht, ne? Nö. Aber wir können sicherheitshalber mal speichern. Das gönnen wir uns. Man sollte nicht zu feige sein, öfter mal zu speichern. Außer man macht jetzt einen Speedrun oder einen Knife. Jawohl, beim Knife Only, ich glaube, da darf man auch speichern. Nur beim Speedrun darf man nicht speichern. Oder wenn man die Trophäe macht, wenn es... Ich weiß nicht, es gibt viele versteckte Trophäen noch. Vielleicht ist auch eine, schaffe das Spiel ohne zu speichern. Kann ja auch sein. Ich möchte mir ungerne durch versteckte Trophäen immer selber die Story spoilern. Na, lass mich raus. Ja, möchte ich aufhören, so.
Aber wir können auch mal, da ich ganz genau weiß, wir haben zu wenig davon, erstmal Energie nachfüllen. So. Falls wir sterben, können wir uns ja immer noch anders entscheiden.